Hallo zusammen. Ja, es ist Zeit, auch mich ein bisschen zu beschweren. Und zwar nicht über einen anderen Kollege oder über ein Produkt oder so weiter und so fort, sondern über ein paar Kunden. Ja, habt ihr gut gehört. Wo soll ich anfangen? Es gibt ganz am Anfang, als ich diese Firma gekauft habe von Guido hat mir klar gesagt, Julian, baut nur die Produkte, was du hast. Was, wenn jemand kommt mit einem anderen Produkt, baut die nicht, weil du kannst keine Garantie geben, weil und so weiter und so fort, ja. Ja, und am Anfang habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber trotzdem habe ich gesagt, nee, mache ich auch ein paar Ausnahmen, ja. Wenn ein Kunde ist gekommen und hat gesagt, ja, Julian, guck mal, ich habe das Produkt, keine Ahnung, ist mir egal jetzt, Batterie oder so, geschenkt gekriegt. Oder habe ich das gekauft, weil in ein Gebot war. Oder habe ich das, keine Ahnung, ein bisschen billiger von einem Freund oder überhaupt keinen. Kannst du mir die einbauen? Und ich habe gesagt, ja, okay, warum nicht? Und hat alles super funktioniert bis jetzt, ja. Aber gibt es auch manche Kunden, die sind, wie soll ich sagen, wenn du zu jemandem deine Finger gibst, dann er nimmt deine ganze Hand. Es ist so leider. Die große Thema heute ist über eine Kunde, die kommt, die kommt nicht. Doch, die kommt. Der kommt bei der Messe in Düsseldorf und sagt, klar, ich möchte gerne auch eine Batterie haben. Haben wir bei der Messe geboten, auch mit der Montage oder mit Selbstmontage. Und sagt, nee, mache ich selbst, das ist überhaupt kein Problem. Ich sage, alles klar, wie schwer kann das sein, Batterie rein, Batterie raus. Die sagen das immer. Ja, mein Preis, ich kann hier sagen, obwohl wahrscheinlich ist nicht okay, ich nehme für Montage eines Batterie ungefähr zwischen 300 und 350 Euro. Ja, nur für Montage. Und dann sagen die, so viel nur für Montage, aber ist Batterie rein, Batterie raus. Ja, das stimmt aber nicht. Stimmt aber nicht. Batterie rein, Batterie raus. Die alte, die halt haben eine andere Pole, die Liontron haben keine Pole. Die sind geschraubt, musst du die, oder neue eine Set vom Pole nehmen, das kostet extra. Oder machst du Kabelschuhe, schneidest du, machst du neue Kabelschuhe, weil die alte sind 6, du brauchst M8. Gibt es Autos, die Batterie sind unterm Sitz, ja, bei Fiat, bei viele Fiat, und wir haben Gott sei Dank, ich glaube 70-80% nur Fiat, ja, die sind unterm Sitz. Da musst du den Sitz raus, da musst du den Sitz wieder rein, da Batterie musst du da, Kabelende und so weiter und so fort. Oder gibt es unterm, keine Ahnung, bei vielen Custom-Ware da hinten musst du die ganze Abmontierbett und das und das und das und dann Batterie. Wenn die haben, keine Ahnung, Wechselrichter, was für eine Wechselrichter, musst du den Querschnitt von Kabel ändern und so weiter und so fort. Ja? Und was kann noch sein? Ach so, die Garantie, ja? Die Garantie, was wir geben für diese Batterie, 5 Jahre Garantie. Wenn Sie Probleme haben mit dieser Batterie, die gehen nicht zum Liontron, richtig? Die kommen wieder zu mir, ja? Dann muss ich die Batterie wieder raus, dann muss ich die Batterie zu Liontron schicken oder selbst reparieren, und das ist alles für Sie kostenlos, ja? So, und da, aber das ist nicht alles. Aber das ist nicht alles. Wir als Fachmann, als viel Erfahrung, wir haben so viele geliebt, wo noch einen kleinen Kurzschuss machst oder wo der
Panel kriegt einen Kurzschuss und dann musst du der Panel, habe ich in einem Jahr habe ich drei Paneele gewechselt, ja? So. Oder verschiedene Sachen, ja, kann passieren. So, dann ruft eine Kunde und dann sprichst mit meiner Tochter, ja. Ja, ich war bei der Messe, habe ich eine Batterie mit Angebot gekauft, habe ich mich selbst gebaut. Und dann, jetzt funktioniert gar nichts in meinem Auto. Ja, konnten Sie mir im Verbund mit einem Monteur, sagt der Kunde. Und meine Tochter sagt, nein. Sagt, oder kommen Sie vorbei, oder warten Sie, bis Julian zurück von Urlaub kommt und dann können Sie mit der sprechen. Ja, wie, nein. Dann habe ich die Batterie von euch gekauft. Ja, haben Sie die Batterie? Gibt es etwas Problem mit Batterie? Nein, nein, etwas in meinem Auto ist. Ja, dann konnten wir nicht mit einem Monteur. Oder kommen Sie vorbei oder regeln Sie das alleine. Ja, aber Julian sagt in Filmen, dass immer wenn Probleme gibt, sollen wir uns melden ohne Probleme. Stimmt, sagt meine Tochter. Aber wenn etwas passiert mit die, was wir eingebaut haben, selbst mit der Batterie, wenn jetzt Probleme mit Batterie haben, dann schicken Sie zurück zu uns, kein Problem, wir wechseln diese Batterie, Sie haben 5 Jahre Garantie. Aber wenn etwas in Ihrem Auto ist passiert und Sie haben selbst diese Batterie gebaut, das ist nicht unser Problem, das ist Ihr Problem. Sie haben die 300 Euro gespart, das haben Sie gesagt. Batterie rein, Batterie raus. Jetzt haben Sie keinen Strom in Ihr Auto. Dann müssen Sie hier kommen und zahlen. Das gibt gar nichts, sagt er. Das kann nicht sein. Das ist schlechte Bewertung für euch. Ich schreibe euch eine negative Bewertung in Google und so weiter und so fort. Ja, machen Sie das, wenn Sie danach, heute Nacht schlafen Sie besser, weil Sie haben mir eine negative Bewertung geschrieben, dann machen Sie das. Das ist überhaupt kein Problem. Aber warum soll ein Problem, warum, ist es genau wie, sagen wir so, gefällt Ihnen meine Produkte, aber Sie kaufen von mir und Sie gehen zum WCS oder zum Carex oder zum keine Ahnung welche und Sie montieren da und dann kommen Sie zurück zu mir. Julian, das geht, meine Booster geht nicht, meine Wechselrichter geht nicht, ich habe keine Licht im Auto. Das geht gar nicht, das ist genau der Fall hier. Sie haben das, die Batterie selbst eingebaut. Dann ist nicht unser Problem, dass ihr Licht irgendwo funktioniert nicht. Wie gesagt, wir als Fachmann haben wir so vieles mal erlebt, selbst jetzt in München, letzte Woche, wir haben zu einem Karthago, hat 400 und etwas Euro gekostet, das war mein Geld. Das war das Geld von meiner Firma, die hat das bezahlt. Warum? Weil der Hauptpanel da kaputt gegangen ist. Und wie gesagt, habe ich 3 oder 4 Mal zu einem Kunde aus Österreich habe ich es auch gemacht. Und einfach bei Wechsel, bei Tausch der Batterie, wenn du die neue Batterie klickst, klack, Hochspannung da, der kriegt den Panel Hochspannung und etwas da geht kaputt und funktioniert nicht mehr. Und dann haben wir den Panel gewechselt. Wie gesagt, das kann passieren auch zu uns, aber das ist unsere Verantwortung, das ist nicht euer Problem mehr. Oder, keine Ahnung, Fernseher geht nicht. Ich bin gespannt, nächste Woche, am 12. kommt auch eine Kunde aus Österreich. Die Kollegen da haben auch so eine Batterie gewechselt und jetzt er kriegt keinen Strom mehr bei Fernseher, dann haben Kollegen neue Kabel eingelegt. Dann jetzt hat er mich angerufen, dass er wird zurückkommen, dass er macht die Treppe rein und dann der Fernseher geht aus oder die Antenne fährt rein. Ja genau. Was hat das zu tun mit der Batterie? Das verstehe ich nicht.
Haben wir eine Batterie getauscht? Was hat das zu tun mit deinem Fernseher? Das hat keinen Strom gehabt. Deine Kühlschrank läuft nicht. Deine D-Plus läuft nicht und so weiter. Verstehst du? Das sind Probleme, die wir hier treffen jeden Tag. Es ist genauso wie, sie gehen in eine Kfz-Werkstatt. Sie wechseln einen Reifen. Ja? Und dann 5 Minuten später, sie sind auf der Autobahn und sie sagen, hören Sie mal, Kollege, ich war gerade bei euch, haben wir eine Reifen gewechselt und mein Motor funktioniert nicht. Hä? Was hat einer mit anderen zu tun? Genau so hier. Ja, gibt es viele, viele Fragen, viele Sachen, wo haben wir so etwas gelebt? Ja, ich habe die Batterie gewechselt. Und ich habe keine 230 Volt mehr. Dann kontrollieren Sie bitte der Wechselrichter oder die Steckdose oder Ihr Gerät oder keine Ahnung. Das hat gar nichts zu tun. Oder war noch ein Fall, seit wir die neue Batterie, die Lithium rein gemacht haben, die alte Heizung heizt nicht mehr die Warmwasser über Wechselrichter. Ich sage, wahrscheinlich ist nicht angeschlossen über Wechselrichter. Das müssen Sie erstmal kontrollieren. Weil eine alte Heizung über die Wechselrichter zu verdrahten, das ist, muss man eine vernünftige Batteriebank haben. Ja? Und eine mindestens 3000 Watt Wechselrichter, eine richtige und vernünftige Wechselrichter. Die alte Heizung hat 3 Stufen heizen, elektrisch, und die Warmwasser auch 1000 Watt braucht oder etwas so, ja. Und so kann ich viele, viele Beispiele geben. Dann ich gebe euch ein anderes Beispiel. Jemand, habe ich nochmal da die Augen zugemacht. Jemand ruft mich an, ja, ich möchte das und das und das. Boah, großer Auftrag, große Module, Wechselrichter, 2 Batterien, alles möglich, Markise, große Auftrag. Und dann sagt er zu mir, ja, aber weißt du, Julian, ich hätte gerne Büttner Solar auf dem Dach. Ja, ich sage, okay. Ja, wenn Sie unbedingt Büttner möchten, Sie gerne haben, dann lassen wir weg unsere Sandbau und bauen wir diese Büttner. Aber ich die Büttner. Dann ruft mich an und sagt, ja, habe ich ein Angebot im Internet gefunden, die Antenne, was ich möchte, gerne mit Premium und so und da, ist 200 Euro weniger als was du mir sagst. Ich sage, ja, aber trotzdem die Einbau und das zahle ich. Okay, dann sage ich, okay, stellen Sie die Antenne da. Hat er die Antenne bestellt. Und dann nochmal ruft mich an. Der Auftrag war so 2-3 Monate später, weil er hatte noch kein Auto damals gehabt und so weiter. Sagt, ja, Julian, das war letztes Jahr. Julian, jetzt mit Weihnachten und so, die Kinder wissen, dass ich ein neues Wohnmobil bekommen habe. Ja, die haben mir 2 Lithium-Batterien geschenkt. Ich sage, hören Sie mal. Ich sage, wir beide machen wir keine Geschäfte mehr. Ich sage, sorry, ist es leider so, das konnten wir nicht. Bis am Ende, bis der Wohnmobil hier kommt, dann bringen Sie alle Ihre Produkte hier, weil da haben Sie billige gefunden, weil Kinder, dann keine Ahnung, was für eine Nachbarn, schenken Sie ihnen noch etwas, Module wollten Sie andere und so. Ich sage, Schluss bis jetzt. Und der Mann sagt, nee, Julian, ich möchte unbedingt bei dir machen, lassen wir weg die Batterie, ich sage, zu meinen Kindern zurückzugeben und so. Ich sage, das ist normal. Das ist normal. Ja, der Kunde selbst hat mir gesagt damals, ja, Julian, hast du recht. Sage, auch wenn ich, und das ist ein gutes Beispiel, was der Kunde mir damals gesagt hat. Sage, hast du recht. Auch wenn wir in eine Bar gehen, wir gehen nicht mit unserem Bier von zu Hause. Hast du recht. Und das ist ein gutes Beispiel, ja. Wir nehmen jetzt als Beispiel, bei Rewe,
Was kostet eine Kronbacher? Keine, ich habe keine Ahnung, ehrlich. Aber nehmen wir jetzt als Beispiel, ja, was kostet? 1 Euro? Ja, aber wenn du in Bar gehst, diese Bier kostet 3 Euro, ja. Aber du gehst nicht da und sagst du, ja, ich habe mein eigenes Bier von zu Hause gebracht, kann ich hier sitzen, ich zahle ihnen 1 Euro, weil ich hier bin oder etwa so. Das geht gar nichts, ja. So, sie müssen gut überlegen, wenn sie so etwas machen. Ja, haben wir gehabt Kunde, die haben mehr bezahlt, als was wäre von Anfang. Warum? Weil die haben gedacht, dass die konnten das alleine machen. Ja, und die haben das versucht, die haben nur die Module und MPPT von mir gekriegt und alle andere. Und die haben da Scheiße gebaut. Ja? Und dann sind sie zurück zu mir und sie haben gesagt, ja, aber jetzt kostet, dass ich muss alles weg, so, und dann wieder neu machen. Ja, und hat doppelt gekostet. Oder fast doppelt, ja. So, das müsst ihr immer denken, ja. Und genauso mit der Kunde mit der Batterie, ja. Ich kann das selbst machen, war kein Problem, Batterie raus, Batterie rein. Aber es ist nicht immer so, Batterie raus, Batterie rein. Ja, kann das nicht mehr funktionieren, kann das. Und dann kommen sie zu mir und sie sagen so eine Blödsinn, ja, aber jetzt musst du mir helfen, weil du hast das gesagt in alle deine Filme, dass wir sollen uns bei dir melden, wenn etwas Probleme gibt. Ja, wo ich kann helfen, habe ich viele, viele, kann ich euch viele Kunde. Die haben mich einfach angerufen, ich bin keine Kunde von dir, ich habe das selbst gemacht, was kann das sein? Ich habe gesagt, das und das oder wie kann ich hier machen? Das habe ich gemacht und ich mache weiter, obwohl die jede Information kostet, ja. Aber das habe ich vieles Mal gerne gemacht, ja. Und wahrscheinlich habe ich eine gute Bewertung von dieser Kunde gehabt, nur für Hilfe oder hat er mich weiterempfehlen oder keine Ahnung. Das mache ich gerne, aber kannst du nicht jetzt eine Batterie selbst bauen und dann ich bin schuld, dass deine Strom, du hast keinen mehr Strom in deinem Auto, ja? Das ist leider nicht so. Noch ein kleines Beispiel und dann machen wir Schluss, ist sowieso wird zu lang dieses Video. Eine Kunde kommt zu mir und sagt genauso, ja, habe ich eine geschenkt von meinen Kindern, eine Wechselrichter, ich will keine Netzvoranschaltung, einfach auf dem Hut, hier sind die Batterie, musst du keine viele und hier will ich die Steckdose haben, fertig, 2 Stunden, kein Problem. Ich sage, mein Freund, Moment, es sind keine 2 Stunden. Ja, doch, 2 Stunden, mehr nicht. Ich sage, bleiben Sie hier und ich und oder meine Kollegen, wir arbeiten in einem normales Rhythmus. Ja, nicht, dass jemand steht hier und raucht oder keine Ahnung was. Nee, bleiben Sie hier und gucken wir. Ja, wenn es sind 2 Stunden, kein Problem. Aber wenn es sind mehr, dann zahlen Sie das, was sind. Ja, ja, kein Problem. Und was hat gedauert? 5,5 Stunden. 5,5 Stunden hat alles gedauert. Plus Material, plus das und das und das. Ja. Und der Kunde hat gesagt, habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, 2 Stunden, zack, zack. Ja, zack, zack, nur der Sitz raus und rein zu machen, ist mindestens eine halbe Stunde, 45 Minuten oder mehr. Und das muss manchmal 2 Personen hier, ist ganz schwer oder gefährlich, der Sitz rauszuziehen, kannst du das Auto kaputt machen. Und dann Kabel, dickes Kabel zu ziehen, bis du, wo die Batterie sind und wo der Wechselrichter sitzt und dann Steckdose und dann der Bedienteil vom Wechselrichter und so weiter, ja. Ja, und auch, ich weiß nicht, ob ich habe hier irgendwo, ich versuche zu gucken, weil ich möchte gerne noch etwas machen. Für die Leute gibt es auch Leute, die sagen, ja, habe ich ihr Angebot im Internet gesehen, 1995 Euro für 2 Module, echt? Ich habe gesagt, immer, das zahlen sie
2000 Euro für zwei Module nicht, sondern für eine ganze Solaranlage. Und ich habe hier irgendwo, aber jetzt finde ich nicht mehr, ich habe eine Liste, ich habe gesagt, ab jetzt ich schicke ein Angebot zu Kunde mit jeder einzigen Schraube, mit jeder einzigen Kabel, mit jeder einzigen Verbindung, Kabelschuhe, Aderholzen, Varoklemmen und so. Und es ist so eine Liste, ja? Nur für zwei Module zu bauen, ja? Plus Einbaustunde, plus alles. Und dann seht ihr, für was zahlt ihr 1995 Euro. Ja? So, Leute, wie gesagt, ich mache jetzt Schluss. So, bitte denken auch an uns, ja? Wir versuchen, euch zu helfen, ja? Geh mal, egal wo du gehst, bei Guido, bei WCS oder bei Carex, habe ich alles mit alles gesprochen, mit alles unterhalten und niemand baut etwas, die kommt von draußen. Niemand, ja? Und ich habe trotzdem das gemacht und trotzdem seid ihr nicht zufrieden, oder? Eigene von euch, ja? So, bitte erstmal denken auch, ja, warum und das und das und das. Nicht immer, ja, zwei Stunden, Wechselrichter, zwei Stunden, kein Problem. Oder Batterie rein und raus. Das ist niemals so. Das ist von einem Auto zu einem anderen. Auch kann drei gleiches Auto kommen, drei sein Leid und alle drei sind nicht gleich. Ja, musst du andere Kabel, andere Wege, andere, keine Ahnung, immer ist andere. So, deswegen ein bisschen aufpassen, ja. Ein bisschen aufpassen, dass wir sind auch Mensch. Und wir versuchen hier alles vernünftig zu machen und euch glücklich zu sein. Aber bitte auch an uns denken. Und nochmal ist die gleiche, was habe ich immer gesagt. Ja, guck mal, ich gebe euch ein Beispiel. Bei mir, nur in Mönchengladbach, ja, nicht unten im Bruckberg, nur in Mönchengladbach, monatlich sind mindestens 50 oder 60 Hunde, die kommen rein. Plus alle anderen, die kriegen eine Beratung und so weiter und so fort. Ja? Und ich mache das nicht vor langer Zeit, vor 1,5 Jahren. Und ich habe nur 130 oder 140, fast 150 Bewertung. Ja? Warum? Ich kriege in einem Jahr waren in meiner Werkstatt 700, 800 Autos. Ja? Und sagen wir, wahrscheinlich von da sind 10, 20, die nicht komplett zufrieden waren, ja. Aber alle anderen waren, boah, Julian top, boah, Julian das, danke. Aber von 700, nur 150 hat mir eine Bewertung geschrieben. Und von diesen 150 waren wahrscheinlich mehr als halb, wo ich habe gesagt, bitte schreiben Sie mir eine schöne Bewertung, wenn Sie zufrieden sind. Oder habe ich eine WhatsApp geschrieben in einem Wochenende zu viele Kunden und gesagt, ja, sind Sie zufrieden, alles funktioniert super. Ja, dann schreiben Sie uns eine schöne Bewertung, bitte. Und die haben das gemacht. Ansonsten, die machen das nicht. Wenn die Leute zufrieden sind, die geben keine Bewertung. Aber wenn einer so wie der mit der Batterie. Oh, ich schreibe euch sofort eine negative Bewertung. Du wirst mich nicht helfen. Das ist nicht schön, ja? Finde ich persönlich nicht schön. Ja, Leute, genug Bewertung und Beschwerde. Ja, wir haben fünfte oder was haben wir heute? Vierte, fünfte, keine Ahnung. Ich muss hier gucken. 5. Oktober, ja, wir haben 5. Oktober und guck mal, wie schön ist draußen und Sonne und ja, müssen wir glücklich sein, nicht so negativ. So, bitte denken, vor ihr spricht oder anruft oder eine negative Bewertung schreibt, erstmal denken und dann zweimal denken, dreimal denken und dann sagen oder schreiben. So,
bleibt gesund. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe noch viele Videos für euch. Die neuen Module von WCS sind gekommen. Ja, die mit 60 Volt pro Modul. Ich habe schon mit Götz gesprochen. Er schickt mir ein paar Module. Ich werde die testen und euch zeigen. So, und kommen noch viele andere Testen mit Internet und so weiter. Ja, bleibt gesund, abonniert meinen Kanal, in der Fall, die habt ihr noch nicht gemacht. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.